Hey, guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Wir betreten den Wald von Hyrule und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Das ist ein wenig zu laut. Entschuldigung, sonst hört man es hinterher noch über mein Mikrofon doppelt. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen habe ich es jetzt mal ein bisschen leiser gedreht. Und es kann losgehen. Hier kannst du passieren. Okay. Ein Pfad an dieser Stelle? Hätten wir ohne Hilfe gar nicht bemerkt. Weil das Ding bis eben noch dicht war. Okay, hier ist aber ein Krog. Das sieht man. Der ist easy. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen Krogs ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass... Hier ist noch einer. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Krogs sehr schwer zu finden sind. Also auf den auf den Missionspfaden, die wir vorher schon gespielt haben. Heilige Kastanie, Monster, jemand muss mich retten. Ja, alles gut. Weil das Battlefield ja viel größer ist. Und es da dann logischerweise auch mehr fiese Möglichkeiten gibt, solche Dinger zu verstecken. Hat er eine Lebensanzeige oder so? Ich sehe jetzt auf jeden Fall keine, aber wir müssen immer die Gegner wegmachen, die sich vorhin stellen. Ich weiß nicht, warum der Spacken nicht einfach weiterläuft. Oh Mann. Ja, nochmal zu den Krogs. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwo an der hintersten Stelle der Map... ach, scheiße. Dass irgendwo an der hintersten Stelle von der Map einfach so ein Krog rumgammelt. Und dass man den im Normalfall einfach gar nicht findet. Oh nee. Ich merke auch gerade, mein neuer Controller ist schon wieder ein bisschen verklebt. Ey, wie kommt das andauernd, Mann? Ich bin ja halt auch nicht die ganze Zeit am Fressen oder so. Oder kippt da irgendwie Cola drüber oder so ein Schmarrn, weißt du? Und trotzdem verklebt sich das andauernd. Was soll das denn? Für mich sieht das alles gleich aus. Ja gut, es ist halt ein Wald, ne? Viele Bäume. Viele solcher komischen Abhänge da. Generell viele Pflanzen. Hier so ein paar Fackeln noch nebenbei. Also viel Orientierungsmöglichkeiten gibt es da nicht. Denn da? Hä? Mein noch ein bisschen rumgespackt. Entschuldigung. Der Walter Krox ist gleich um die Ecke. Okay, was ist hier? Naja. Was auch immer. Ja, Link. Danke. Stall Goblin. Okay. Haha. Hier bin ich aber jetzt ausgewichen, du. Obwohl ich ehrlich gesagt dachte, dass ich nicht mehr ausweichen kann. Aber ich denke, während man da diese starke Attacke macht, hat man trotzdem noch die Möglichkeit, ja. Vorher dachte ich nämlich, das geht nicht. Aber doch. Alles kein Problem. So. Ah, okay. Ich dachte, jetzt laufen wir wieder zurück.
Stahlhinox. Ja. Anscheinend. Ja, nice. Haben wir endlich mal wieder einen größeren Gegner, gegen den wir zocken können. Ja, besiege den Stahlhinox. Wirklich. Das hätte ich ohne die Anmerkung jetzt gar nicht herausbekommen, dass ich das machen soll. Okay. Können wir nicht auch... Okay, ich konnte jetzt nicht weiter nach oben zielen. Ich hatte erst versucht, auf sein Auge drauf zu gehen. Aber es ging nicht. Oh! Schönes Ding. Ja, okay. Und Mobius hat anscheinend tatsächlich eine Lebensanzeige. Die allerdings nicht wirklich von Bedeutung ist, denke ich mal. Ich meine, er müsste eigentlich genug Leben haben. Ich wüsste nicht, wie man das verkacken kann. So, er ist down. Hinox-Fußnagel, bäh. Ah, sowas Ekliges. Wenn wir es daran vorbeischaffen, sind wir im Wald der Crocs. Oho. Dann los. Erfolg? Was? Hä? Jemand hat alles in Schlamm verwandelt. Ja. Wer wohl? Ganon. Ja. Dann halt die Jägers, aber die gehören ja auch zu dem Spinner. Ach komm. Ja, dann würde ich aber sagen, teilen wir uns auf. Zelda geht. Moment, wie können wir das machen? Zelda geht hier unten hin. Mifa geht hier oben hin. Und ich kümmere mich dann um die anderen beiden. Du kannst nun Maronus... Ich kann Maronus steuern? Ja, wie geil! Kann man ihn dann auch hinterher nochmal zocken? Dann geht Maronus dahin. Ich wollte das erst so lösen, dass ich dann erst oben oder halt nach rechts gehe und dann die anderen beiden mache und das Link dann währenddessen halt zum anderen läuft. Okay, da ist irgendwo noch ein fetter Boss, den würde ich eigentlich auch gerne machen. Ich würde dann sagen, das mache ich dann einfach so, wie ich eben geplant habe. Nur dass Link dann halt eben zum Boss hinläuft. Und nicht zu dem anderen Punkt, den wir einnehmen müssen. So. Nice. Instant down. Den Spinner da. Weg mit dir. Weg, sage ich. Droppst du auch was? Nö. Natürlich nicht. Ja, gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann diese... Lederbeißerflügel benötigen. Das versuche ich hier einfach ein paar rauszubekommen. Einen haben wir zumindest. Zwei? Noch einen dritten? Nö. So. Und ihr geht dann mal schön weg. Nach Brasilien geschickt. So. Was ist hier?
Ist hier was? Achso, da war nur Loot. Okay. Na gut. Was ist das? Oh nein, ein Doppelgänger. Phantome, die aussehen wie... Oh, ich bekomme das gleiche kribbelige Gefühl wie beim Schlamm... Wie bei dem Schlamm am Eingang. Greifen uns an, daher müssen wir sie besiegen. Ja. Aber cool, gegen Urbosa zocken zu können. Also außerhalb der, dieser Trainingseinheiten. Hallo? Was war das denn? Ich dachte, er schleudert das direkt auf sie zurück. Naja, was auch immer. So. Urbosa ist down. Also, die Phantomgestalt von Urbosa. Ein bisschen vom Schlammzeugs ist weg. Los, besiegen wir auch die anderen. Der Sumpf des Zorns. Ja, alles klar. Bester Name schon wieder. Was auch immer. Ja. Link. Du gehst dann bitte da zu dem hin. Oder, hallo? Ach so, da können wir nicht hin. Das ist unser Zielort. Ah, okay, dann nevermind. Ein Mifa-Phantom. Wo ist sie? Da. Ja, okay. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, mit Zelda zu zocken, weil sie halt nicht diese Standard-Angriffe hat. Sondern, also sie hat halt nicht wirklich, wie soll ich sagen, sie hat halt keine Schwerthiebe oder so, deswegen lässt sich das ein bisschen schwerer voraussagen, wann man wegspringen muss, wann man angreifen muss und so weiter. Chica-Stein-Signal. Ja, okay. Ich glaube, das muss man aber auch erst später machen. Und ich glaube, mit Zelda ist das generell nicht so gut oder so empfehlenswert, anzugreifen, wenn sie, wenn diese komischen Balken da kommen. Also ich glaube, den Schmetterangriff kann sie gar nicht wirklich ausführen. Ich glaube, sie kriegt die Gegner eher down, bevor sie den Schmetterangriff ausführen kann. So, machen wir nochmal das Stasis-Modul. Und sie ist down. Alles klar. Ich glaube, wir müssen Zelda mal ein bisschen upgraden. Ich glaube, sie ist etwas zu schwach. Zumindest für meinen Geschmack. So. Link. Wechseln wir den Charakter. Aber nicht zu Link. Genau. Zu Mobius. Besiege das Phantom. Darok. Alles klar. Kämpft der Fettsack gegen den Fettsack. Rufe Crocs für einen gemeinsamen Angriff herbei. Oh, cool. Wir müssen die Bomben benutzen. Jawohl. Oh, was? Okay. Oh, wir sind sogar ausgewichen. So, Crocs, jetzt böllert alle auf ihn drauf.
Ja, mit ihm zu kämpfen ist witzig, aber ich mag seine Stimme immer noch nicht. Ganz, ganz schlimm. Naja, was auch immer. Zocken wir mit Mifa gegen Revali. Hätten wir eigentlich mit Mifa auch gegen Mifa zocken können? Hä, wo ist er? Da drüben. Oh, shit. Ja, stimmt. Er dürfte echt schwierig werden, weil er war alleine, also, er war als normale Gestalt auch schon sehr schwierig, wobei die anderen so, okay, zu besiegen waren. Nein, ich wollte doch Stasis machen. So, jetzt aber. Jetzt können wir nochmal draufballern, komm. Bis zum zweiten will ich zumindest. Ja, okay, okay. Wir haben sogar bis auf einen Balken reduzieren können. Sick. Okay, komm, mach. Und Stasis. Und jetzt ein Schmetterangriff. Und dann ist er down. Alles klar. Damit ist der Schleim komplett entfernt worden. Der Weg in den Wald. Der Crox ist frei. Ja, komm, jetzt laber nicht hier. Geh da vielleicht mal rein. Aber ihr wartet nochmal einen Endboss, oder? Kann das sein? Wer ist das? Ja, komm. Ist doch lame mittlerweile. Was ist hier los? Ich würde vielleicht mal auf den Typen draufgehen und nicht auf diese dämlichen Phantome. Tötet sie. Hat sie seine Kraft aktiviert? Oh, das Master Sword. Let's go, Junge, nimm es! Jawoll. Jetzt gibt's aufs Maul. Aber richtig fett. So, und wir gehen auf ihn drauf und ich... Ja, okay, vielleicht müssen wir erst auf die Phantome, ich weiß es nicht. Die werden ja richtig weggemacht. Holy shit. Aber ich glaube, es ist nicht gegen alle so effektiv. Also nicht gegen alle Gegner, sondern ich meine jetzt nicht mit alle die Phantome, sondern ich meine, das ist nicht gegen alle Gegner so effektiv, sondern nur gegen diese Schattengestalten.
Vorbote der Verheerung, Astor. Du Narr, dann werde ich dich eben mit meinen eigenen Händen begraben. Scheiß willst du! Fuck. Was war das denn? So, wir sind ausgewichen, jawoll! Jetzt gibt's aufs Maul für dich. Aber richtig fett. Scheiße. Egal, egal, egal. Wir brauchen nur noch einen Balken. Komm, komm auch rein, Link. Ja, lass mal das Ding verwenden. Gerade ist ein günstiger Zeitpunkt. Jawohl. Genau im richtigen Zeitpunkt benutzt. Genau da, wo er gut verletzbar war. Diese Viecher schon wieder. Kann ich da auch mal dran vorbei? Was macht Link? Hallo? Kannst du mal aufhören, so rumzuspacken? Ja gut, vielleicht sollte ich auch den neuen Gegner anvisieren. Und jetzt mal die Spezialattacke raushauen. Komm. Jawohl, das hat richtig was gezogen. Und Stasis. Um das so ein bisschen zu verlängern. Ah, fast hätten wir ihn nochmal einen starken Angriff reinwürgen können. Stopp. Ah, ja, okay, war in Ordnung. Nur ich glaube, die Bomben sind da besser. Komm, 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 komm. Ah, Zeitpunkt verpasst, schade. Ich glaube, wir sollten das echt nur an dem Punkt machen, wo diese Anzeige eingeblendet wird. Jetzt zum Beispiel, aber ich habe es verpasst. Und jetzt. Jawohl. Schmetterangriff, let's go. So. Nicht mehr viel, dann ist er down. Komm, die machen wir noch eben weg. Können wir zwei wegmachen? Mit einem Schmetterangriff? Scheint fast so. Die Phantome sind keine Herausforderung für Link. Jetzt, wo er das Master Sword hat, alles gar kein Problem. So. Jetzt nur noch einmal und dann ist er down. Ja, geh mit deinem komischen Schlamm da weg. Den will niemand. So, Stasis. Und jetzt bist du down, mein Freund. Hau ab. Rasseln des Wohlbefinders. Alles klar. Fast 700 Rubine. Nice. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Ein Wischmob. Okay, diese Waffe hat ihren großen Auftritt, wenn es darum geht, die gute Stube zu reinigen. Kann zur Not aber auch Angreifern um die Ohren geschlagen werden. Alles klar. Und die Mobkeule. Zelda kriegt noch einen antiken Verstärkungsadapter. Was? Verrostete Hellebarde? Stufe? Fragezeichen? Okay.
Interessant. Und die Rasseln des Wohlbefinders. EP beim Kombinieren plus 150%. Einen Diamant. Sick. Und generell sehr viel Kram. Krocksamen Abschlussbelohnung. Okay. Dann sind die tatsächlich für irgendwas noch gut. Und ich glaube, wir werden auch sehr bald erfahren, wofür, da wir jetzt Mobius als Begleiter dabei haben. Heiliger Kapuze, Heiliger Gewand und Heiliger Hose. Nice! Erlernte Rezepte, gekochtes Ei. Der Dekobaum. Dekobaum. Seid unbesorgt. Dieses Schwert ist der Schlüssel, um den Sieg über die Verheerung davonzutragen, die Dunkelheit zu versiegeln. Jüngling, du wurdest vom Schwert erwählt und besitzt nun die Macht, Verheerung zu besiegen. Und du, hohe Priesterin von Hyrule, sorge dich nicht länger. Der rechte Weg wird sich dir schon bald öffnen. Sicher? Jawohl. Verzeihung. Für mich ist es Zeit, ein kleines Nickerchen einzulegen. Ja, alles klar. Ihr seid nun bereit, mit allem fertig zu werden, was das Schicksal euch in den Weg legt. Auf dass ihr Hyrule in eine neue Zukunft führt. Alles klar. Dann schauen wir mal, was da noch so alles kommt. Weil eigentlich... Maronus, Musikant aus dem Krogwald. Ja gut. Eigentlich dachte ich, da kommt jetzt nicht mehr viel, aber das Game scheint echt ziemlich groß zu sein. Viel größer, als ich gedacht habe. Holy shit, ey, übertreib halt. Aber ich glaube, das habe ich schon öfters gesagt. Naja, wie dem auch sei, beim nächsten Mal machen wir dann hier mit den kleineren Dingern erstmal weiter. Und hier muss man auch die Krogsamen nutzen. Und versuchen erstmal hier alles abzuschließen. Ob uns das gelingen wird, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.